Jo. Lustig, lustig zum Teil. Peaceful Table für alle, die es brauchen. Jo. Da haben wir unser Magical Wood. Damit kann man auch bauen, wenn man es unbedingt möchte. Obsidian möchte ich jetzt ja nicht unbedingt in den Boden setzen. Irgendwas wollte ich holen. Richtig. Mist wollte ich holen. Das ist nämlich das, was ich am liebsten mache, Mist holen. Ich hole erstmal die Saplings, die zwei Stück, die wir brauchen. Da relativ Rille, welche man nimmt. Kann ich auch Ghostwood nehmen. Wenn eine Ghost, die wieder vor Ort ist, dann ist das wieder wunderbar. So. Komm mit hier. Und... Ja, weiß nicht. Oh. Keine Ahnung. Rattern wir wieder rüber. Wir brauchen noch drei Eimer. Einen mit Wasser, weil den anderen habe ich im Inventar. Die anderen zwei brauche ich mit Lava voll. Weil die brauchen wir ja für die Pumpe. Und die reichen dann am Ende nicht mal. Boris. Brauchen wir erstmal pumpen. Weil Pump Mania ist ja wichtiger als alles andere. Enderaugen.
Dann brauche ich wieder dieses Ender Infused Obsidian. Glücklicherweise habe ich ja noch Obsidian. Dann brauche ich eine Eisenspitzhacke. Die Eimer kriegt man dann übrigens wieder zurück, nachdem das dann durch ist. Also man merkt schon, die Pumpen sind relativ teuer, weil halt ein Diamant mit verbaut wird. Der Rest ist relativ günstig. Und das Ganze brauchen wir jetzt noch zweimal. Weil wir für jeden Quarry 2 Pumpen brauchen. Aus irgendwas muss man die Dinger ja craften. Ich werde mal ganz kurz runter ins Tanklager gucken. Mal lunsen. Lunsi lunsi machen. Oh. Der ist voll. Das ist übrigens der Nottank. Falls man mal irgendwie Notstrom erzeugen muss oder sowas, werde ich dann da einfach Lava-Generatoren dranhängen und werde dann so Strom erzeugen. Falls mal das Uran leer sein sollte. Oder das Zeug halt zum Befeuern für den Reaktor. Kann ja mal sein, dass das passiert. So, jetzt werde ich mal Trick 17 anwenden. Geht übrigens mit C. Und dann kann ich mit Rechtsklick dann die Felder besetzen. Indem ich dann nochmal C drücke, bekomme ich dann das fertige Item. So spart man sich sein Crafting Table. So. So viel dazu. Jetzt haben wir unsere Pumpen. Und mit den Pumpen geht die Geschichte dann weiter. Zum fertigen Quarry. Wenn wir den dann allerdings fertig haben, den Quarry, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr lecken. Also es jetzt schon der Fall ist. Einfach aus dem Grund, weil der Quarry dann noch ein bisschen für Auslastung des Servers sorgt. Das ist so das Problem an der ganzen Geschichte, aber das soll ja nicht weiter schlimm sein. Leckt's halt ein bisschen. Und ich habe mich verkalkuliert, weil ich brauche nämlich mehr Energy Cores, als ich eigentlich gedacht habe. Ich brauche nämlich 2 für jeden Quarry. Daher reicht jetzt auch das Magical Wood nicht. Doof. Einfach nur doof. Ist immer nicht schlimm. Holen wir halt noch ein paar Bücherregale. Liegt da drüben drin das Rezept. Muss ich ja nur noch Holz reinlegen und dann passt die ganze Geschichte. Dass das so leckt, das macht mich fertig. Vielleicht mache ich auch früher, noch früher Schluss und guck da mal nach, was das ist.
Das kann ja nicht sein, dass das so leckt, ey. Das ist ja für'n Arsch. Das macht so echt keinen Spaß zu spielen, wenn das hier so krass am Leggorn ist. Da vergeht mir der Spaß am Spielen. Das ist echt unfassbar. Naja, mal gucken, wie ich das dann in Zukunft handle. Vielleicht mache ich auch ein Downgrade auf die vorige Version. Mal gucken, ob das dann läuft. Mal schauen. So, da haben wir unsere 8 Cores Magical Wood. Und jetzt fehlt mir wieder Obsidian. Ender Infused Obsidian. So, machen wir hin hier. Das ist ja wunderfassbar. Wunderfassbar, das ist auch so ein neues Wort bestimmt. Das wird dann irgendwann zum Kultwort des Jahres. Und dann, ne, sollst du mal sehen, kommt das Arschfax an. Soll ja auch relativ lustig sein, habe ich gehört. Arschfax. Wenn das Arschfax kommt, ist rum. Definitiv. Definitiv D. Zack, 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 zack. Und D. Das gibt dann kein hohes C, das gibt dann ein niedriges C. So, weiter geht's. Dann brauchen wir den hier noch. Dafür brauchen wir nochmal Burnt Quartz. Ich habe ja noch Quarz dabei. Fassbar un. So, schon durch. Liegt schon in der Kiste. Einmal hier in die Mitte. Dann unser Zeug hier mal außen rum. Und dann 4 Diamanten. Schon heftig, was das Ganze hier an Ressourcen zusammenfrisst. Und dann brauchen wir nochmal Ender Infused Obsidian. Ah, Mann. Wenn da beim Craften mal einer gestorben ist, dann weiß ich warum. Zack, zack.
das hier in die Mitte, die Pumpen hier unten und rechts, dann haben wir das und das, das da oben drauf und dann brauchen wir noch zwei Diapicken. Und am besten wäre kein Stock im Arsch, weil das ist ein bisschen suboptimal. So. Einmal. Zweimal. Damit haben wir unseren Crawl zusammen. Und ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Server noch nicht ein einziges Mal neu gestartet habe, seitdem ich hier im Stream bin. Der läuft ja eigentlich immer durch. Der wird ja nicht gestoppt im Normalfall. Sonst brauchen wir dann nur noch die Upgrades und ja. Die werde ich dann bis zum nächsten Mal zusammenschustern. Und zwar einmal hier Forge und 3 Upgrade. Da muss man halt nur das, da muss man halt nur die Forging Upgrades da irgendwie zusammenkriegen. Da werde ich mir dann ein Enchanting Table nehmen, werde mir den da hinstellen und werde dann so lange enchanten, bis ich das dann habe. Und den Rest der Bücher, die ganzen Items, die schmeiße ich dann quasi einfach weg. Und das gleiche mache ich dann auch mit Speed, mit Effizienz. Kann man dann einfach stacken, also da gibt es von Bibliocraft gibt es da Maschinerie, womit man das kopieren kann und zusammenfügen kann, mit dem Typesetting Table und mit dem der Printing Press, da kann man das dann zusammen printen auf die Bücher und die kann man dann halt zusammenfügen. Ja, so geht das dann. Also dann werde ich mir das dann hochstacken. Und dann haben wir beim nächsten Mal die Upgrades dann da. Und dann kann ich die Bücher dann auch direkt kopieren. Wunderbar. An der Stelle. So. Dann werde ich das bis zum nächsten Mal fertig haben. Das werde ich auch craften hier. Und ja, dann haben wir das nächste Mal dann direkt eigentlich einen funktionstüchtigen Quarry. Einen für ein End, eins für ein Nether und einen für die normale Welt. Wobei ich auf der normalen Welt keinen laufen lassen werde, sondern den werde ich dann in die Dingswelt reinstellen. In die boah. Alter, finde, wenn ich mir mal irgendwas merken könnte, ne? In die Mistcraft-Welt werde ich das dann reinstellen. Ich werde den Stream jetzt dann heute früher beenden als sonst. Weil ich jetzt dann gleich den Server mal neu starten werde und gucken werde, ob dann die FPS wieder steigen. Weil das kann schon sein, dass das daran liegt. Und dann sehen wir uns dann auch beim nächsten Stream dann direkt wieder. Also man braucht auch für jeden dann ein... Da bräuchte ich jetzt das vorige Upgrade für und das Upgrade Base und die macht man mit Burn Quartz und Ender Infused Obsidian. Dann gibt es hier das Ender Quarry Upgrade Base. Ja. So viel dazu. Ich werde mir das Pump Upgrade bauen. Für den auf der normalen Welt. Wobei ich mir das eigentlich auch sparen kann. Den Speed Upgrade und das Fortune Upgrade, wobei eigentlich das Silk Touch Upgrade für den im Nether. Ja, so viel dazu. Dann werde ich mal den Server neu starten und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag im nächsten Stream für Minecraft oder am Montag, am Ostermontag. Dann zu Parasite Eve 2 und nächste Woche Donnerstag ebenfalls wieder zu Parasite Eve 2, damit das Ganze durch ist. Und dann haben wir nur noch freitags die Streams oder halt zu speziellen Anlässen.
Einfach, dass wir mal was gesehen haben zum Stream. Und ich werde jetzt hier dann noch ein bisschen weitermachen und rumfummeln und rummachen. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Stream. Haut da rein, euer Universal Gaming. Tschüssi!